tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch mein Gardevoir vor. Gardevoir ist die Weiterentwicklung von Trasla und Kilia und hat wie diese einen Psycho-Fee-Typ. Dadurch hat es eine Schwäche gegen Geist, Stahl und Gift, eine Resistenz gegen Psycho, eine Doppelresistenz gegen Kampf und eine Immunität gegen Drachenattacken. Gardevoir ist im Hinblick auf die Basiswerte ein typisches Psycho-Pokémon, sprich gute Spezialwerte und Initiative, eher schwach in physischen Werten und in KP. Die Init ist hierbei allerdings nicht einmal sonderlich gut, aber gut genug für einen Walschal. Die EV verteilen wir voll in Spezialangriff und Init und nehmen wahlweise ein scheues oder mäßiges Wesen. Scheu gibt euch mit Walschal zusammen noch die Möglichkeit, Pokémon jenseits der 130er Basis zu überholen. Allerdings finde ich hier ein wenig mehr Power durch ein mäßiges Wesen fast sinnvoller. Im Moveset benutze ich Mondgewalt und Psychostock als Step-Attacken, Energieball und Spukball zur Coverage. Gardevoirs Fähigkeit Fährte erlaubt es ihr, die Fähigkeit des Gegners zu kopieren. Versucht also Gardevoir in ein Pokémon einzuwechseln, aus deren Fähigkeit ihr einen Nutzen ziehen könnt. Wie immer bei Choice-Pokémon ist gutes Predikten gefragt. Überlegt immer, in was euer Gegner wechseln würde, bevor ihr eine Attacke auswählt. Bedenkt hierbei allerdings auch, dass euer Gegner nicht unbedingt mit einem Walschall rechnet und nutzt das zu eurem Vorteil, solange euer Gegner nicht weiß, dass es gescarft ist. Gardevoir kann wegen ihrer guten Spezialverteidigung auch mal ein bis zwei spezielle Attacken tanken. Ihr solltet sie jedoch nicht zu oft in Attacken einwechseln, es seien ihr prediktet Drachenattacken bei eurem Gegner. Bei physischen Angriffen solltet ihr sie außerhalb von predikteten Kampf- oder Drachenattacken sowieso nicht reinwerfen. Wartet lieber auf einen Zeitpunkt, zu dem ihr sie sicher reinwechseln könnt und benutzt sie zur Not nur als Revenge-Killer. Besondere Vorsicht ist geboten bei allen Pokémon, welche Patronenhieb beherrschen. Metagross, Xerox und Lucario sind dabei die größten Bedrohungen. Passt aber auch bei Meditalis auf, da es einige Leute wie mich gibt, die einen Patronenhieb darauf spielen. Auch Pokémon, die Schattenstoß beherrschen, können Gardevoir gefährlich werden. Hier möchte ich ein besonderes Augenmerk auf Megabanette legen, da dieser Schattenstoß für Gardevoir schon im potenziellen One-Hit-Bereich liegt. Als Teamoption bieten sich daher Pokémon an, die Gardevoirs Schwächen gut abdecken können. Zersuria resistet zum Beispiel allen Attacken, die Gardevoir sehr effektiv treffen. Aber mit Pokémon, die einen guten physischen Verteidigungswert aufweisen, macht man generell nichts falsch, da Gardevoir spezielle Attacken meist selbst gut wegstecken kann. Das war's jetzt aber von meinem Gardevoir. Jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen.